Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Alice Madness Returns. Ihr kennt die Sache ja, wir gehen jetzt weiter und zwar in den Puppenhauskeller sozusagen. Und ab geht die wilde Wahnsinnsfahrt. Wir starten natürlich nochmal ein bisschen weiter vorne. Und eins muss ich gestehen sozusagen. Da hätte ich rüber gekonnt. Oh Gott. Ich habe das gestern schon mal aufgenommen. Ich war schon durch im Prinzip. Aber ich habe die Aufnahme nicht gedrückt. Deshalb nehme ich das jetzt gerade noch mal neu auf. Und wir lassen uns natürlich trotzdem weiterhin überraschen. Das Gute ist, ich spiele ja so oder so nicht blind. Also habe ich mir jetzt auch nicht so viel vorweggenommen. Von daher ist das ganz in Ordnung. Das hat aber gestern besser geklappt. Die Aufnahme war eigentlich gestern wieder sehr schön. Ich glaube, das Ende von Alice ist einfach verflucht. Das ist jetzt eine Aufnahme hatte ich keinen Ton, eine Aufnahme hatte ich im Prinzip jetzt dann kein Bild. Ja, das ist halt ein bisschen ätzend, aber vielleicht kommen wir jetzt auch ein bisschen schneller durch. Und ich habe nämlich gestern wirklich sehr viele Stellen gehabt, an denen ich lange gebraucht habe, die ich viel, ja, nochmal machen musste. Und es war schon anstrengend. Hier zum Beispiel bin ich gestern einfach durchgelaufen. Das war schon lustig. Da hat das Glas nicht funktioniert. So. Es wird auf jeden Fall ein paar ätzende Stellen geben. Das kann ich ja jetzt schon garantieren. Ah, ich muss das gleich nochmal machen. Ich muss erst die Schnauze da drüben mitholen. Die dürfen wir natürlich nicht vergessen. Ah, und wir kriegen eine Erinnerung. Das ist gut. So. Ich musste deine Familie in der Oxforder Leichenhalle identifizieren. Deine Schwester war äußerlich unversehrt. Was ich von deinen Eltern nicht sagen kann. Schön, dass man ihr diese Info gibt. Also, finde ich ein bisschen, ja, ein bisschen grenzwertig. Ich meine, Ehrlichkeit hin oder her, ne? Das ist. Huiuiui. So. Na, okay. Ja, runter damit. Weg ist er. Huiuiui. Das Ding. Finde ich voll geil. Sowas würde ich mir auch ins Regal stellen. Oder so Puppenköpfe und dann, wenn da man so oben eine Kerze reinmachen kann, dass es so drüber läuft. Das ist ja. Was haben wir noch? Ein Lungenoktopus oder sowas. Sieht ja schräg aus. Schade, dass die Grafiken hier nicht so hochauflösend sind. Oh, und sowas wie ein Faun. Ein Mensch. Also, sieht mir nach einem menschlichen Kopf aus, der keinen Hals hat, by the way. Und, Hirschgeweih. So. Diese Teile sind so fies und ich hasse diese Stellen einfach so sehr. Es gibt später noch ein paar, ja, ich sag jetzt mal, nicht so schlechte Stellen. Plonk. Erst geht das runter. So. Okay, ich hätte direkt. Okay, dann lassen wir den doch auch gleich noch erledigen durch das Ding. Die laufen da aber auch immer perfekt rein. Ich glaube hier immer, dass hier eine Schnauze ist, aber das ist nur dieses Geräusch von den. Der Zug, okay. Von diesen Dingern. Da unten ist eine Flasche. Da ist auch noch eine Flasche. Ich glaube, die habe ich auch letztes Mal nicht gefunden oder geholt, die Flasche. Ab und zu muss ich gestehen, bin ich auch also nicht bereit, dann alle Wege zu gehen, wegen dem Risiko einfach, dass es dann nicht klappt. Wow. Abstrakte Kunst ist das, glaube ich. Das auf jeden Fall auch. The fuck. Oh Mann. Ja, hier wird über die Treppe wird. Das wäre doch eine. Das ist doch so eine Treppe, die würde Lady Gaga zu Hause gerne haben, oder? Die hat doch so ein Fleischkleid. Okay, da muss. Ah, okay. Aber da. Da hatte ich schon.
False Enable gedrückt. Das ist so eine Stelle, wo ich gestern so verwirrt war. Oh, da müssen wir aber erst die Grinsekatze anhören und ich hänge fest. Das ist nicht so gut. Sei vorsichtig, Alice. Pass auf, was du tust, Alice. Sei vorsichtig, Alice. Pass auf, was du tust, Alice. Danke, das ist ein wirklich wundervoller Rat. Ich habe noch nie so einen nützlichen Rat bekommen. Danke, Grinsekatze. Diese Hand. Ich glaube, die sehen wir jetzt zum ersten Mal, oder? Ich weiß nicht, was es sein soll. Beziehungsweise ich ahne, was es sein soll, aber ich kann es euch nicht verraten. Aber es sieht mir sehr nach einer Puppenhand auch aus. Also so Krallen und da oben ist so ein Nagel und es sieht ein bisschen aus wie Stacheldraht oder so. Aber es sieht, da ist auch so ein Faden dran, also so eine Marionette oder so. Okay, wir müssen hier runter. Tut mir auch immer wieder diesen Gefallen, oder? So, da musste ich ihn jetzt leider doch selbst erledigen. Oh, da wäre ich dann doch auch besser klein drunter durchgelaufen, aber eigentlich brauchen wir das gar nicht. Ja, ich weiß auch. Trotzdem nicht, obwohl ich es gespielt habe gestern, wo ich lang muss. Na komm. Die Puppenköpfe, die hier rumliegen, sehen ein bisschen aus wie der Joker. Okay. Ah, okay, ich weiß wieder. Ich weiß wieder, was ich machen muss. Okay, wir müssen erst hier drauf. Dann das hier öffnen. Und dann den Hebel hier betätigen. Den habe ich jetzt immer noch nicht gefunden. Jetzt können wir dahin erst. Das habe ich natürlich gestern mir überhaupt nicht mehr angeguckt dann. Ich habe schon überlegt, ob ich noch eine Folge mache, wo wir mal vielleicht ein bisschen in die Credits gucken. Es gibt da ja nochmal so Specials, die wir angucken müssen. Oh Gott, diese Stelle gestern. Ich freue mich schon. Also ich kann euch schon jetzt auf jeden Fall schon mal sagen, dass ich das jetzt heute durchspielen werde. Ich bin jetzt schon ein bisschen traurig, dass es eigentlich dann bald vorbei ist. Aber es hat heißt natürlich auch Zeit für neue Projekte. Es kommen neue Projekte. Danke. Diese kleinen Viecher. Wo ist die andere denn? Habe ich die schon abgeschossen? Da ist sie. Ja. Es kommen auf jeden Fall neue Projekte. Ich habe schon ein paar Sachen auf der Liste stehen. Ein paar Sachen in Planung sozusagen. Man kann gespannt sein. Ihr dürft mir immer gerne auf jeden Fall Vorschläge machen. Sind sehr gerne gesehen. Und ich muss mich mal ganz kurz hier. So. Das hat super geklappt jetzt. Gestern habe ich ungefähr 20 Anläufe gebraucht, um das zu schaffen. Ah, okay, da machen wir natürlich dann. Erstmal wieder.
Tschüss, du und du. Und ist da noch eine? Da ist noch eine. So, weg mit dir. Irgendwie, wo war ich denn stehen geblieben gerade? Ihr dürft mir auf jeden Fall gerne... Interessant. Kommentare da lassen, was ihr denn... Wenn ihr vielleicht einen Wunsch habt, was ich mal let's playen soll. Oder wenn ihr einen Tipp habt, was mir vielleicht gefallen könnte, was ich vielleicht noch nicht kenne. Ja, ich bin ja für alles offen, auch genre-technisch. Bin ich da jetzt, ja, nicht so, dass ich mich da jetzt irgendwie einschränke großartig. Und sage, nö, das mache ich nicht. Oder das mache ich auf jeden Fall nur, ich mache nur das. Da habe ich überhaupt keine Probleme mit. Und bin da auf jeden Fall für eure Vorschläge offen. Ich meine, ich kann ja auch nicht alles kennen und wissen. All diese Studenten, die nach Papas Aufmerksamkeit lechzen. Darf ich den Teewärmer halten, Sir? Darf ich einschenken, Sir? Speichellecker. Okay. Lizzie ist nicht begeistert von Studenten. Also, ja, wie gesagt, dafür könnt ihr mir halt in dieser Folge schon jetzt, also ihr könnt natürlich trotzdem gerne mir Tipps da lassen, was ich hätte besser machen können. Aber ich kann sie leider dann nicht mehr umsetzen, denn es wird, wie gesagt, die letzte Aufnahmesession jetzt, bevor Alice dann zu Ende ist. Es wird im Januar auf jeden Fall noch was richtig Cooles geben, auf das ich mich freue, was eigentlich auch schon mal da war und... Oh, jetzt habe ich es fast verkackt. Ja, es war eigentlich schon mal da und es wird im Januar weitergehen mit alten Bekannten und vielleicht auch ja mal mit einem neuen Gesicht, wer weiß. Wir sind uns noch nicht einig, es wird auf jeden Fall... freue ich mich persönlich schon richtig dolle drauf. Ende Januar geht's da los. Ey, das hätte mich treffen können. Und ich glaube, da fehlt die Textur. Ja, das kommt auf jeden Fall. Es kommen noch zwei Spiele mit dem Wunsch und natürlich werde ich erstmal Outlast fertig machen. Ich hatte es, glaube ich. Das war mir so klar, dass es passiert. Ich hatte es, glaube ich, angekündigt, also ich weiß nicht, ob ich es wirklich angekündigt hatte, ob ich es wirklich, ja, auf Twitter oder auf Facebook geschrieben habe, aber ich werde wahrscheinlich nur noch ein Spiel parallel laufen haben. Oh, das war knapp. Ich muss nämlich da hinten hin. Ja. Also ein, ja, vielleicht maximal zwei Spiele, aber ich glaube, das kommt halt dann drauf an, ja, wie gut ich mit meiner Zeit so rankomme. Zum Beispiel jetzt im Februar stehen dann meine Semesterferien an und da habe ich dann natürlich viel mehr Zeit zum Aufnehmen und kann theoretisch auch täglich aufnehmen, während ich während des Semesters natürlich eigentlich fast keine Zeit habe. Es ist gar nicht so einfach, während des Semesters aufzunehmen. Ich habe große Projekte am Laufen im Moment. Ich bin in einem Animationsprojekt, in dem ich schon stark hinterherhänge. Und das tut mir richtig weh, dass ich da auch noch nicht so zurande gekommen bin, wie ich denn Lust drauf hätte. Aber das ist halt, also ich komme mit den Let's Plays nicht klar, ich komme mit meinen Dingern, mit meinen Projekten in der Uni nicht hinterher. Es ist alles ein bisschen schwieriger. Da war das Geräusch, aber die Dinger sind nicht mehr da. Das heißt, ich kann hier rüber. Okay. Ja, also es ist halt einfach alles ein bisschen schwieriger im Moment. Ich schätze mal, also zwei Let's Plays sollte ich eigentlich hinbekommen. Ich bin immer noch dabei, das Setup zu optimieren. Es wird sich hoffentlich nächstes Jahr dann noch viel tun. Seitdem ich, also ich gehe jetzt ja dann natürlich auch noch am Wochenende arbeiten. Was mir irre Spaß macht, aber was natürlich wiederum auch noch die Zeit minimiert für Let's Plays. Ich hoffe, ihr habt da ein bisschen Verständnis für. Ich hoffe, ihr bleibt trotzdem dabei. Ansonsten ja, versuche ich auch immer wieder auf dem Hauptchannel nochmal ein paar andere Videos, so zur Abwechslung auch, ja, zu liefern. Und
Damit das alles nicht so eintönig und langweilig wird. Ich gebe mir da größte Mühe, aber ja, wir sind alle nur Menschen. Und irgendwann sind die Kapazitäten halt aufgebraucht. Und ich muss auch ehrlich sagen, es gibt einfach Tage, wo ich mir denke, nö, heute nicht. Es gibt einfach Tage, wo ich mir denke, nee, jetzt hab ich wirklich keine Lust zu spielen. Und dann mache ich es auch lieber mal nicht. Da habe ich andere Probleme oder kann mich einfach nicht darauf konzentrieren, bevor ich nicht andere Dinge erledigt habe. Und dann macht es auch keinen Sinn aufzunehmen. Da bin ich nicht bei der Sache, da bin ich mit dem Kopf nicht dabei. Und ich bin da eher so Qualität vor Quantität eingestellt. Da muss ich irgendwas vergessen haben. Was habe ich hier vergessen? Ah, okay, Moment.